Dankeschön. Dankeschön. Hallo Gladbeck, seid ihr noch da? Ja. Hallo Gladbeck, seid ihr noch da? Super. So, bevor wir anfangen, meine Damen und Herren, ich habe gehört, er ist eingetroffen. Aus welchem Gang er reingekommen ist, habe ich nicht gesehen. Bitte in den Ring mal den Bürgermeister Ulrich Roland. Da ist er. Genau. So, er geht durch die Seile. Er hat es geschafft. Applaus, meine Damen und Herren. Ja, Herr Bürgermeister, schön, dass Sie den Weg noch gefunden haben. Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mann, habe ich gerade gehört. Sind Sie das erste Mal beim Boxen oder waren Sie schon mal beim Boxen? Ich sehe heute zum ersten Mal in meinem Leben einen Boxkampf live. Oh, Applaus, meine Damen und Herren. Das habe ich bisher nur vor dem Fernseher getan, aber dass ich so dabei bin wie heute, ist zum ersten Mal. Haben Sie da am Fernseher schon richtig mitgefiebert? Jawohl, ich könnte jetzt die Sportler aufzählen, da habe ich richtig mitgefiebert. Ich glaube, für manchen Kampf bin ich auch früh aufgestanden. Muhammad Ali, Henry Maske, ne, früheren Fights. Ja, freue ich mich besonders heute, die zweite Fight Night hier in Gladbeck, dass wir wieder hier sein dürfen. Und was glauben Sie denn, wie wird der Kampf gleich ausgehen? Haben Sie schon mal den Kampf von ihm gesehen oder nur aus der Zeitung gelesen? Ich habe mit vielen gesprochen, die unseren Gladbecker schon mal haben kämpfen sehen. Die haben gesagt, der ist richtig gut. Von daher drücke auch ich ihm die Daumen und hoffe, dass er gewinnt. Kann ja nur klappen. Applaus, meine Damen und Herren. Dankeschön, Ulrich Roland. So, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, er ist in der Kabine bereit. Wo ist der Ringrichter? Einmal bitte schon mal reinkommen, junger Mann. WBU, Profiboxen und die Europameisterschaft im Super-Weltergewicht. Meine Damen und Herren, ich rufe in die blaue Ecke aus Georgien. Sosa Mirotte! Willkommen, Sosa Mirotte! Meine Damen und Herren, bitte Sie jetzt von den Plätzen zu erheben und die Kämpfer aus Gladbeck gebührend zu empfangen. Bitte alle aufstehen, meine Damen und Herren. Ich rufe in die rote Ecke aus Gladbeck, Saladin Sümer! وعلى آله
the highest mountain. My good deeds are becoming sunny and snow. When I smoke heaven, I turn to you. Meine Damen und Herren, es ist ein Titelkampf um die WWU Europameisterschaft im Super Weltergewicht. Und zuerst spielen wir die georgische Nationalhymne. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Offiziellen vorstellen. Als Punktrichter heute Rudi Salmonke, dann Cornelius Berns und Iset Konatz für die WBU und Ringrichter Arno Pockrat. Applaus, meine Damen und Herren. Die Kämpfer in der blauen Ecke aus Georgien bestritt 25 Profikämpfe, gewann 2 durch Knockout, ist 28 Jahre alt, die Nummer 3 in Georgien. Begrüßen Sie mit mir Sasa Arbanadze! Der Kämpfer in der roten Ecke kommt aus Gladbeck, bestritt 8 Profikämpfe, gewann 6 durch Knockout. Er ist 23 Jahre alt, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir in der roten Ecke Saladin! Der Titelkampf im Weltergewicht und die Europameisterschaft der WBU geht über 10x3 Minuten.
Nein. Meine Damen und Herren, ringfrei zur Runde 1. Round 1. Ich habe ja auch das.
Yeah.
die beiden Fighter nochmal in die Mitte. Auch der Kämpfer aus Georgien. So, meine Damen und Herren, nochmal Applaus für die beiden Fighter. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir haben ein Urteil durch Disqualifikation, weil der Kämpfer nicht mehr weiter gekämpft hat. Er ist in die Ecke gegangen und darauf hat der Ringrichter dann gesagt, er ist disqualifiziert und damit neuer Europameister im WBO Superweltergewicht, die rote Ecke, Saladin Sumo! Der Steiger kommt. So, der König wird übergeben. Sein helles Licht von unserem Bürgermeister aus Gladbeck. Applaus, neuer Europameister der WBO Weltergewicht, Saladin Sumo! Europameister, ob so oder anders, der ist jetzt Europameister und ich bin trotzdem glücklich, aber ich habe mir das trotzdem anders vorgestellt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der da ist und die da waren und an alle Sponsoren. Vielen Dank, ich habe euch alle ganz doll lieb. Ihr seid die Besten. Tschüss, Gladbeck.